Ja, es ist schon so groß, dass es schon allein auf die Straße gehen darf. Dieses Mini-Demolition-Tool von der Firma Böcker. Und wenn dich interessiert, was es kann, was es nicht kann und ob es unnötig ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosten vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Mini-Demolition-Tool von der Firma Böcker. Und so schaut es aus. Das ist da vorne. Das ist so eine kleine Klinge, im Auslieferungszustand nicht allzu scharf, kann man aber noch nachschärfen. Dann haben wir hier einen Kapselheber, da haben wir ja etwas zum Aufmachen, da haben wir so einen Sechskantöffner, da Optik und schön und Bundle oder sowas, ja, oder dass man etwas abbrechen kann, also irgendwas durchgeben und abbrechen kann und hier eben zum Nagel rausziehen sozusagen oder zum Aufbrechen, das Ganze in einer Kaidex-Scheide geliefert, kann man sie umhängen oder sonst irgendwas. Und ich bin jetzt schon einige Mal gefragt worden, nämlich konkret dreimal zu diesem Tool, und ob man sowas im Urban Survival brauchen kann. Also im urbanen Überleben, im Überleben in der Stadt. Und da muss ich dazu sagen, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es ganz einfach nicht. Also ich würde mein Leben nicht drauf vertrauen. Da nehme ich mal ein Multitool mit, von wem auch immer. Also zum Beispiel Victorinox, Leatherman, Gerber oder was auch immer, weil mit dem, ich weiß irgendwie nicht. Demolition Tool, das bedeutet, es geht darum, dass ich irgendetwas aufbrechen kann, irgendetwas aufmachen kann, dass wenn ich irgendwo feststecke oder so irgendwie, ja, okay, so. Jetzt ernsthaft, ja. Ich stelle mir das jetzt vor, ich habe das mit dem nicht gemacht, ich stelle mir jetzt vor, ich möchte bei einer Tür da rein und klopfe das da rein irgendwie, aber ich habe irgendwie nicht so einen richtigen Hebel, ja. Da könnte man wehtun, gut, ich kann es in die Kaidex-Scheide reingeben und, also wenn du was aufbrechen willst, wenn du professioneller Einbrecher werden willst, dann wird es wahrscheinlich so irgendwas werden. Ja, Stanley, ich meine, natürlich ist das schwerer und kannst du nicht um den Hals hängen, ohne aufzufallen, aber das wird wahrscheinlich etwas bringen, ja, weil du einfach wirklich einen Hebel einsetzen kannst, also rein und puff, ja, gut, wenn du eingeklemmt bist, das hat man natürlich nicht dabei, oder so ein Demolition-Tool von Enforcer, das Hackebeil und Aufbrech-Dingsbums, das ja, schau dir das an, das ist natürlich ganz ein anderes Kaliber. Das immer wieder auch für, was man zum Beispiel im Auto mithaben kann oder daheim hat, wenn man irgendwie eingeklemmt ist, dass man damit arbeiten kann. Soll alles sein, ist mal recht, ich habe damit schon gehackt, aber es ist halt einfach gebogen. Es ist halt, ja, wenn dich das interessiert, schreib mal einen Kommentar, dann kann ich das, diese Dinge mal extra vorstellen. Aber um das soll es nicht gehen, es geht um das hier. Ich finde, wenn es dir gefällt und du sagst, yeah, das ist so lieb und so schön und das gefällt mir so, ja, und dann kauf das, ist total okay, aber ich finde es für unnötig. Tut mir leid, ist so, ja. Weil, ja, ich kann ein Paket damit aufschneiden, aber mein Brot kann ich nicht runterschneiden oder meine Semmel. Kann ich gleich mit dem Finger reinfahren und mein Brötchen oder Semmel, ne, aufschneiden. Ja, sinnlos. Und ich glaube auch nicht, ich glaube es einfach nicht. Vielleicht irre ich mich, ja. Dann schreib mal einen Kommentar oder schick mir ein Foto, ich veröffentliche das auch, ja. Oder irgendeinen kleinen Videoclip mit dem Handy, wo du mit dem eine Tür aufbrichst, ja. Und ich schenke dir das noch dazu. Ja? Oder ich schenke dir dann den Enforcer, den schicke ich dir dazu, wenn du es schaffst, mir auf Video zu beweisen, dass du mit dem eine verschlossene Tür aufbrochen hast. Kriegst den Enforcer, den schicke ich dir, wirklich. Ich glaube es einfach nicht, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie soll das gehen. Ich meine, dass es natürlich in einer Survival-Situation besser ist als nichts, als mein Finger, das ist mir schon klar. Aber ich würde mein Leben nicht darauf vertrauen da etwas tun. Gut, jetzt habe ich vor einiger Zeit über Rettungsmesser in meinem Survival-Messer-Kanal, den Link gebe ich da an der Stelle, gesprochen und über Rettungsmesser, also auch im urbanen Bereich etwas erzählt. Und schau mal auf den Kanal vorbei, da geht es nur um Messer. Und da habe ich gesagt, dass man zum Beispiel mit Rettungsmesser, die so kleine Dornen haben, aufschlagen kann, dass man bei der Seitenscheibe beim Auto rein kann. Ja, ist cool, ja, ist super, ist wunderbar. Und da ist das natürlich geeignet, ist klar. Da kann ich aber mein Victorinox Multitool oder mein Leatherman Multitool auch dafür verwenden. Da braucht es nicht viel. Da reicht ein Stein oder so irgendwas. Aber also, dafür braucht man es nicht unbedingt. Aber das wird gehen. Aber Tür aufbrechen, no way. Gut, ich habe jetzt dir schon einiges erzählt. Also ich finde, dass es ein Schatz ist.
Wenn du das anders siehst, schreib mir einen Kommentar. Wenn du so siehst, schreib mir auch einen Kommentar. Und wie gesagt, die Challenge gilt. Wenn du es schaffst, mir auf Video zu beweisen, dass du eine verschlossene Tür mit dem aufbrochen hast, kriegst du einen Enforcer. Ich schicke ihn dir. Echt, ja. Das will ich sehen. Aber natürlich, du musst mir auch erlauben, dass ich das Video veröffentliche. Ich sage danke fürs Dabeisein. Mag dir mal einen Kommentar bitten. Link zum Produkt gebe ich da trotzdem unten, weil es gibt ja einige, die das gern haben, dann schau es da an. Abo, da geht es zu dem Messerkanal, was ich da besprochen habe, aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann, bis bald. Ciao.